Okay, besten Dank, Andi, und noch einmal herzlich willkommen. Es freut mich sehr, dass so viele da dabei sind in dieser Einführung. Wir werden natürlich den Workshop-Teil in dem Sinn, wo wir vor Ort jeweils gemacht haben, in dem Sinn nicht so können machen, aber die Einführung ist eigentlich ziemlich eins zu eins das, was wir auch vor Ort gemacht haben. Wenn ihr dann Fragen habt, wie der Andi gesagt hat, könnt ihr einfach reinrufen oder könnt sie am Schluss stellen. Und wir stehen natürlich auch nach der Einführung jederzeit vom Zentrum Medienbildung und Informatik, so CERN, vom ZEMBI aus zur Verfügung, wenn ihr Unterstützung braucht für das Projekt. Ich gehe jetzt gerade in die Präsentation, teile meinen Bildschirm teilen. Ich gehe davon aus, dass das klappt, dass ihr das jetzt seht. Zuerst einmal seht ihr das Signet, und der Andi hat schon gesagt, das ist in Obwalden schon durchgeführt worden, das Projekt. Wir haben es jetzt weiterentwickelt, wir haben es verbessert, sage ich mal, von der Unterlage her, vereinfacht ein bisschen weit auch. Und da rechts nebendran ist ein Spruch, wo mich schon länger umtreibt. Denn ich beschäftige mich seit 20 Jahren bald mit Podcasts, und früher war das sehr eine komplizierte Sache. Es war so ein Hype zwischen ihnen, vor etwa 8 bis 10 Jahren. Dann zwischen hat man das Gefühl gehabt, Podcast hört niemand mehr, und im Moment ist es wieder extrem im Kommen. Also, auch wenn es seit 15 Jahren immer heisst, dass Podcasts im Kommen sind, aber jetzt ist es wirklich so. Man hat ganz viele Radiosender, die Podcasts ausstrahlen, da kommen wir dazu. Man kann ganz coole und spannende Sachen hören. Und ich bin selber jetzt wieder zu einem sehr intensiven Podcast-Hörer geworden. Beim Autofahren vor allem, weil mir Musik manchmal einfach zu langweilig ist. Oder auch im Sport, im Fitnesscenter ist ein Podcast auch sehr unterhaltsam und lenkt noch ein bisschen besser ab als Musik. So. Als Einstieg werde ich euch einen Podcast vorspielen. Und zwar einen von SRF Audio. Und Podcasts, die Webseite, die Links übrigens, die sind alle auf dem PDF auch drauf. Das PDF von der Andi euch wird noch wird zustellen, nachträglich nehme ich an. Oder wo ich dann zur Verfügung gestellt steht, da habt ihr die Links gerade. Die Audiodatei, die ich abspiele, nicht direkt, aber ich habe euch das jeweils verlinkt. Ein Podcast, der noch spannend ist, zum schnell, schnell hören, das sind 100 Sekunden Wissen auf SRF Audio Podcasts. Dort findet ihr viele Sendungen vom Schweizer Radio, die als Podcast wiederverwendet oder aufbereitet werden, wo man dort auch nachhören kann. Die 100 Sekunden Wissen allerdings, das ist speziell als Podcast dann, produziert. Wenn man schnell auf der Webseite schaut, wie das aussieht, dann seht ihr, der letzte ist am 24.10., ist also heute bereits wieder einen rausgekommen. Sehr aktuell, die ganze Sache. Wir hören arboreale und saltatorische Theorie. Ich habe keine Ahnung, was das ist. In 100 Sekunden kurz erklärt. Wir hören nur einen Teil davon. Ein zweites Beispiel, das sehr empfehlenswert ist, ist Deutschlandfunk Nova. Da gibt es einen von meinen Lieblingspodcasts, eine Stunde History, für Erwachsene gemacht, nicht für Schülerinnen und Schüler. Jeweils typisch bei diesen Radio-Podcasts ist, dass man sie auf der Webseite selber hören kann. Und eigentlich keine Podcast-App braucht, um das Ganze zu hören, sondern man kann es einfach direkt auf der Webseite anklicken und gerade hören. Dann ein weiteres Beispiel, das ist jetzt ein Podcast aus dem Kanton Obwalden, wo aus dem Projekt, das letztes Jahr, im letzten Schuljahr stattgefunden hat, stammt. Und das ist zum Beispiel da eine zweite Klasse in Altnach, die mitgemacht hat. Wenn ich auf das Projekt gehe, dann sieht das auf dem Zembi-Blog so aus. Das ist das Podcast-Projekt Obwalden. Und zwar haben wir da unten alle Podcasts mit zum Teil bis zu 10, 12 Sendungen, wo man dann anklicken kann, zum Beispiel mein Obwalden. Dann komme ich zu der Webseite eigentlich, wo auf der Anchor FM, auf der Software läuft, wo ihr nachher auch werdet brauchen. Also eure Podcasts, die ihr macht mit Schülerinnen und Schülern, sehen nachher auch so aus, dass ihr da habt, das Titelblatt vom Podcast und dann der Titel, den ihr ihm gegeben habt. Da steht noch, wie die Schule heisst, wenn man das will. Und da unten sind dann die Sendungen. Da ist jetzt eine Klasse, die hat einfach eine Sendung gemacht, die aber dafür 14 Minuten lang ist. Viele Klassen haben ganz kurze Einzelsendungen gemacht, mehrere, und die sind dafür kürzer. Also so sieht es dann aus. Ich nehme mal einen anderen.
um unser Schulhaus. Und da sehen wir jetzt, das sind jetzt mehrere Sendungen, die produziert worden sind, die dann da unter dem Titel laufen. Es ist so von der Thematik ähnlich wie bei uns. Bei uns ist ja die Thematik, soll ja auch direkt mit dem Ort zu tun haben, wo man selber drinnen ist. Jetzt ganz kurz, was ist ein Podcast überhaupt? Ihr seht rechts die verschiedenen Dienste, wo man Podcasts abonnieren kann, und das ist sicher ein wichtiger Punkt. Grundsätzlich ist ein Podcast eine Serie von Audio- oder Videobeiträgen. Es gibt also auch Videopodcasts. Wir befassen uns da noch mit Audio, in erster Linie Audio-Podcasts. Dann ist das Ganze abonnierbar, wie gesagt. Früher hat man da müssen einen RSS-Feed, sogenannt, also einen Code, kopieren und sich in den eigenen Podcast-Reader rein kopieren. Heute ist das alles viel einfacher. Man kann zum Beispiel bei Google einfach Google Podcasts, die App aufs Handy laden, und mit dieser App kann man verschiedene Podcasts suchen direkt und dann auch abonnieren, und dann werden die automatisch jeweils aufs Handy geholt. Und ich kann die von dort aus hören. Die grossen Anbieter sind, wie gesagt, Google und dann auch Spotify. Das sind eigentlich so die zwei wichtigsten. Interessant ist auch, dass Podcasts eigentlich über längere Zeit publiziert werden, immer wieder regelmäßig, über Jahre zum Teil. Es hat Podcasts, die laufen schon seit 15 Jahren. Und natürlich machen wir in der Schule nicht in dem Sinne einen typischen Podcast, wo wir über Jahre immer wieder Episoden veröffentlichen, sondern wir in der beschränkten Zeit, in der Projektzeit wahrscheinlich, halt eine, zwei, drei, vier Episoden veröffentlichen, publizieren. Ihr könnt aber den Podcast, also die ganze Einrichtung, die ihr jetzt dann möchtet, nachher, die könnt ihr auch weiter brauchen für weitere Projekte, für andere Projekte und später wieder einsetzen. Zu anderen Themen. Man kann auch mit dem Podcast, wenn ihr mal eingerichtet habt, auch umbenennen und für eine andere Klasse und völlig ein anderes Thema auch wieder einsetzen. Ihr könnt Episoden, die ihr publiziert habt, veröffentlicht habt, auch wieder löschen. Der Begriff Podcast ist wahrscheinlich entstanden aus dem iPod, wenn das noch etwas sagt. Also, wir haben ja angefangen mit iPods, bevor wir unsere Handys hatten, die alles können. Und so ein iPod ist eigentlich so die Grundlage für das komfortable Audio-Hören. Damals hat man noch alles über Apple müssen machen, mehr oder weniger für Podcasts. Und das zweite Wort ist Broadcast, also daraus ist Podcast entstanden. Also letztendlich kann man sagen, es ist ein Blog. Ein Blog tut man ja mit Texten schaffen, in einem Audioblog tut man halt mit Ton, mit Audio schaffen. Einige Fakten zu Podcasting. Wenn ihr irgendein Thema habt, das euch interessiert, findet ihr garantiert einen Podcast dazu. Vielleicht nicht unbedingt nur in Deutsch, sondern halt in Englisch, aber es gibt wirklich so, mehr oder weniger zu jedem Thema gibt es Podcasts. Sie sind normalerweise kostenlos, also ich wüsste jetzt keinen, der kostenpflichtig ist. Die kann man wirklich gratis hören und auch normalerweise auch werbefrei, also von dem her ein grosser Vorteil, auch für die Schule. Dann, das habe ich schon gesagt, Radiosendungen werden zweitverwertet und gewisse Podcasts vom Radio haben nachher noch mehr Hörer, als sie live als Radiosendung haben. Also gewisse Sendungen sind erfolgreicher als Podcast als Live-Sendung. Das gibt es durchaus. Das habe ich auch schon gesagt. Trendsetter, die drei. iTunes früher, hat man alles über iTunes müssen machen. Und so ein bisschen richtig angefangen hat es 2004, 2005. Es hat vorher schon so Ansätze gegeben, aber das war so die iPod-Zeit gewesen, wo man da die schönen Geräte können laden mit Podcasts. Und heute gibt es aber die Webseite anchor.fm, und die Webseite macht das Ganze so einfach wie noch nie, und darum haben wir uns entschieden, das Projekt jetzt so durchzuführen. Es geht, wenn man jetzt in der Schule anschaut, Podcast kann man auf zwei verschiedene Arten nutzen, oder man kann es auf zwei Seiten anschauen. Man muss ja nicht unbedingt selber produzieren. Auf der linken Seite haben wir die Aspekte fürs Rezeptive nutzen. Also ich könnte durchaus auch Wissenspodcasts für Schülerinnen und Schüler finden, wo zu verschiedensten Themen auch Wissen vermittelt oder auch unterhaltsam sind zum Teil. Man kann das im Unterricht nutzen. Es gibt sogar so Mathematik-Podcasts, wo ich jetzt eher nicht den Zugang habe.
Wie man das mit Audio wirklich dann soll machen, da bin ich jetzt eher der Meinung, dass das vielleicht das Video mehr bringt. Aber es gibt, wie gesagt, sehr viele verschiedene. Dann kann man durchaus auch kritische Medienbetrachtung machen. Es gibt Podcasts, die nicht ganz unumstritten sind. Es gibt politische Podcasts, die gewisse Aussagen anmachen. Man kann auch vielleicht einmal zwei verschiedene Anbieter hören und schauen, welche passt es besser und dann sich fragen, warum. Was ist denn jetzt gut produziert an dem audiomässig? Was ist gut gemacht? Wieso funktioniert das gut? Medienanalyse, also dann geht es dann darum, ist jetzt das, was wir da hören, in der Reportage oder ist das ein Interview oder irgendeine andere Form? Da gibt es verschiedene Medienformen, das geht dann mehr in die Tiefe, ist dann eher etwas für die Oberstufe. Und dann haben wir auf der rechten Seite die produktiven Aspekte. Also wirklich selber produzieren, selber etwas aufnehmen. Dann das Ganze auch planen und gestalten. Also gestalten heisst eben nicht einfach nur sagen, nehm dir mal etwas auf, redet einfach mal ein bisschen und that's it, sondern es geht darum, dann auch gewisse Formen vielleicht oder gewisse Vorbereitung auch umzusetzen und das Ganze auch so umzusetzen, dass es auch für die Hörer wirklich angenehm ist. Dann unter produktiv ist ein medienpädagogischer Aspekt, ist die Öffentlichkeit, die wir haben. Wir tun das publizieren. Und wenn ihr dann Podcasts produziert, dann sind die öffentlich, grundsätzlich. Und zwar zumindest auf Spotify. Das ist ein Anbieter, der dem gehört. Also Spotify gehört die Webseite Anchor FM. Darum kann man das nicht wegschalten, dass das dort nicht veröffentlicht wird. Das geht also nicht. Es wird veröffentlicht auf Spotify. Alle weiteren Dienste kann man nachher entscheiden, ob man das auch noch will, dass es auch auf Google und auf iTunes und so weiter gefunden wird. Das kann man machen. Empfehle ich eigentlich nicht unbedingt, weil die Öffentlichkeit ist ja nicht unbedingt das, was man sucht, sondern für die Schule sind wir eher intern und für die Eltern am Produzieren und nicht für die ganze Welt. Und es ist auch eine Illusion zu meinen, dass wir dann 1000 Abonnenten haben für unseren Podcast. Also das ist ja nicht Sinn und Zweck von dem Projekt. Denn wenn wir öffentlich gehen, heisst das auch, man muss den Datenschutz beachten, dass man da nicht irgendwelche Adressen und Telefonnummern durchgibt. Dann gibt es rechtliche Aspekte und da sind wir bei der Musik und das ist für viele immer das Problem, weil die Schülerinnen und Schüler halt natürlich gerne die neuesten Songs aus der Hitparade oder von YouTube herunterladen und brauchen. Und das ist rechtlich natürlich nicht korrekt, das darf man nicht. Und das kann man da thematisieren und vielleicht auch sich mit Alternativen auseinandersetzen. Übrigens rechts haben wir bei Aspekten produktiv das Mikrofon, das ihr bekommt, und links den Kopfhörer, den ihr bekommt für das Projekt, das ihr nachher auch könnt halten und weiterverwenden könnt. Also ein kleines Podcast-Set, das wir euch ja überreichen. Das läuft alles über ein Handy. Unsere Webseite habt ihr sicher schon angeschaut, sonst wäre ihr jetzt nicht da. Das Podcast-Projekt Luzern im jetzigen Schuljahr läuft auf dem Zembi-Blog. Und wir haben also alle Unterlagen dort oben, alle Dateien, die ihr braucht dazu, wo ich jetzt noch kurz darauf eingehe, was es alles hat. Und ihr könnt euch dort also problemlos eindecken mit allem, was ihr braucht und das gewisse Sachen ausdrucken. Das Erste, wo ich kurz darauf eingehe, ist das Projekt beschreibt. Das ist nur für euch als Lehrpersonen. Und das Thema ist ja, hier bin ich zu Hause. Wir haben so das Thema genommen, mit einem Lokalbezug, damit es nicht so eine Art Copy-Paste-Kultur gibt. Also, dass die Schülerinnen und Schüler nicht das Gefühl haben, sie müssen irgendeinen coolen Podcast, den sie immer noch hören, kopieren oder gleich machen, wie die das machen, sondern dass es eine gewisse Eigenständigkeit hat. Und wir haben das eigentlich bei allen oder bei vielen von unseren Projekten immer gemacht, dass wir einen Lokalbezug herstellen lassen, mit Fotos zum Beispiel auch. Und das bedeutet dann auch, dass eben die Produktionen wirklich auch ein bisschen eigenständiger sind und dass sie in der Umgebung, im eigenen Dorf zum Beispiel, auch können Aufnahmen machen, Interview machen mit den Leuten, die sie kennen. Alles Weitere wissen Sie bereits. Und gehe zum Nächsten. Das ist eine kurze Anleitung, wie man mit Anchor FM arbeitet und wie man so einen Podcast dann auch tut einrichten. Wir haben auf dem Blatt, also auf dem PDF, das ihr, wie gesagt, auf dem Blog findet, haben wir da unter «Wie geht das?» den Link zu einem Video kurzen. Und in diesem kurzen Video ist eigentlich Schritt für Schritt erklärt, wie man so eine Anchor-Seite einrichten.
Wir brauchen Ihre E-Mail-Adresse. Wir müssen nachher per Mail auch wieder bestätigen, dass ihr das sind. Also würde ich empfehlen, dass ihr das mit eurer E-Mail-Adresse vielleicht daheim in aller Ruhe einrichtet. Eine Variante dazu ist, dass man es auf dem Handy einrichtet. Das zeige ich am Schluss. Das ist fast noch einfacher. Auch da seht ihr, worauf muss ich achten. Das sind die Sachen, Podcasts sind öffentlich, angemessene Sprache und so weiter. Das sind wichtige Sachen, die man muss beachten, wo ich euch empfehle, dass ihr das im Detail durchlesen und mit den Schülerinnen und Schülern das auch besprecht. Dann, wie nehme ich auf? Da gibt es verschiedene Varianten. Die einfachste und schnellste ist, dass man direkt auf Anchor FM aufnehmen kann. Man kann es auf dieser Webseite direkt reingehen und eine Aufnahme machen. Man kann das auch auf dem Handy machen. Es gibt speziell eine App für Anchor, fürs iPhone und auch für das Android-Gerät. Also ihr könnt auch mit dem Handy die Aufnahme machen direkt auf der Webseite. Das heisst, das ist nachher eigentlich schon in dieser Umgebung, in der, wo ihr nachher könnt aus diesen verschiedenen Sound-Clips, die ihr aufgenommen habt, einen Podcast zusammenstellen, online. Wie gesagt, das ist alles im Video auch erklärt. Wir empfehlen allerdings nicht unbedingt, dass ihr direkt online aufnehmt, sondern wir sind eher der Meinung, dass es mehr Sinn macht, wenn man auf Audacity aufnimmt. Also Audacity habt ihr ja alle auf dem Gerät drauf im Kanton Luzern und dort hat das einen wesentlichen Vorteil. Und zwar, wenn ich direkt auf der Webseite aufnehmen will, dann muss ich mich einloggen. Und da die Anchor FM-Seite für einen Podcaster gemacht ist, gibt es einfach ein Login. Das heisst, das Login, das ihr jetzt dann nachher oder das ihr irgendwann in nächster Zeit werdet einrichten. Und das ist eure Webseite und das läuft auf eurem Namen. Und wenn Schülerinnen und Schüler direkt darauf aufnehmen von ihren Geräten, müsst ihr in denen euch ein Login geben. Und das ist natürlich nicht unbedingt immer empfehlenswert. Wenn ein Schüler oder eine Schülerin eingeloggt ist, kann er oder sie nämlich alles bearbeiten. Man kann auch die anderen Arbeiten von anderen Schülern zum Beispiel bearbeiten, löschen. Theoretisch kann er sogar die ganze Webseite umgestalten oder löschen. Also von dem her, Anchor FM mit Schülerlogin, also Schüler einloggen, ist nicht unbedingt ideal, ist aber machbar, wenn man natürlich das Vertrauen hat in die Schülerinnen und Schüler und einfach ein bisschen weiter neben steht. Also mir empfehle ich, den Audacity aufzunehmen. Dann kann man auch mit mehreren Spuren arbeiten. Dann kann man mal ein Interview rein tun, dann wieder vielleicht eine Ansage, eine Moderation und das Ganze schön zusammenstellen. Und wenn die ganze Arbeit fertig ist, die ganze Sendung, kann man das mit 2-3 Klicks auf anchor.fm aufladen und dann ist das bereits fertig. Mikrofon, da steht einiges auch auf dem Blatt zur Aufnahmetechnik. Da gehe ich jetzt nicht gross drauf ein, weil ihr habt ein Mikrofon, das gut ist. Und das ist ja das da, da ist es in schwarz jetzt. Also mit dem USB-Mikrofon sind ihr sehr gut versorgt. Wichtig ist da, dass ihr einfach näher hergeht. Also man sollte nicht 3 Meter weg sein von dem Mikrofon. Bei jedem Mikrofon ist das so, bei der Sprachaufnahme, dass man eigentlich so 20 bis 30 cm vom Mikrofon weg sollte sein und nicht weiter. Es gibt einen wärmeren Ton. Dann Sendung gestalten. Da haben wir auch ein ganzes PDF, ein ganzes Blatt drauf, Sendung gestalten. Und da gibt es verschiedene Arten von Sendungen. Das ist ja eine ganz kurze Zusammenstellung. Wer sich da im Detail interessiert, kann sich auch bei uns wieder melden. Wir haben da auch noch eine ausführlichere Zusammenstellung, die dann ins Detail geht. Aber kurz gefasst kann man unterscheiden zwischen Nachrichten, dem sogenannten gebauten Beitrag. Das ist etwas, was man im Regionaljournal Innerschweiz immer gehört, das sind gebaute Beiträge. Die fangen oft mit einem Originalton an, zum Beispiel Hut trinken, wenn es um Landwirtschaft geht, oder eine Seilbahn, die abfährt, wenn es eben um Seilbahnen geht. Das ist dann typisch bei diesen gebauten Beiträgen und die sind sehr sachlich. Eine dritte Form da unten ist die Reportage. Eine Reportage ist meistens vor Ort aufgenommen. Das könnt ihr ja dann auch mit MP3-Rekorder oder auch mit dem Handy kann man natürlich die Schülerinnen und Schüler auch vorausschicken. Und in einer Reportage sind oft Interviews auch dabei. Und auch dort darf auch der Reporter oder die Reporterin eine persönliche Meinung vertreten. Und so weiter, da sind verschiedene Sachen drin. Über die Moderation steht da etwas und über den Jingle.
Das Interview, jetzt muss ich das schnell stoppen bei mir. Ja. Interview kenne ich auch, da sind wir im Deutschunterricht und ich sehe schon, das Ganze läuft natürlich über verschiedene Fächer. Also vor allem, wenn ihr aus der Primarschule kommt, dann wenn ihr das sowieso habt, gibt es ja Medieninformatik nicht ein Stundengefäß, dann könnt ihr das in ein anderes Fach einbetten und dann kann das durchaus zum Thema zum Thema von unserem Projekt etwas aus der Naturlehre oder aus der Hochschule haben wir Sachen gehabt, wir haben aus dem TG, also es gibt da ganz verschiedene Zugänge. Das Interview ist aber etwas, das man fast überall kann brauchen kann und die Interviewtechnik ist deutsch und das ganze Projekt ist auch deutsch. Und uns wäre es eigentlich ein Anliegen, dass ihr das als Deutschprojekt vielleicht auch mit der Standardsprache, also mit der Hochdeutsch, werdet umsetzen. Es muss nicht sein, gewisse Sachen, vor allem bei den kleineren Schülerinnen und Schülern, macht natürlich Sinn, dass man es Mundart macht. Aber es ist auch ein echter Sprechanlass, wo sie jetzt gerade Oberstufenschüler problemlos eigentlich könnten mal auf Hochdeutsch so eine Sendung machen, statt dann auf Mundart. Das wäre dann der schulische Aspekt noch ein bisschen betont. Planen. Das ist auch auf dem gleichen Blatt, das ich vorhin gezeigt habe. Wichtig ist, dass man die ganze Sache planen, vor allem wenn man mit Gruppen arbeitet, dass verschiedene Mitglieder von der Gruppe auch verschiedene Elemente würden behandeln und bearbeiten. Also ich mache ähnliche Projekte auch mit Studierenden und die teilen sich meistens aufteilen, dass dann jemand die Moderation über alles hinein macht und jemand macht den Beitrag 1, jemand macht den Beitrag 2 und dann etwa noch der Beitrag 3 und das wird dann zusammengesetzt und es gibt dann eine Sendung, einen Podcast. Eine gute Planung ist also wertvoll, auch wenn man Hochdeutsch reden, dass man die Texte aufschreibt, auch wenn man Mundart redet, sollte man unbedingt Notizen machen, dass es nicht einfach ein Geblabber wird und damit es auch wirklich ein bisschen Essenz hat und ein bisschen vorwärts geht und nicht langweilig ist für den Zuhörer und für die Zuhörerin. Also man kann mit Gruppen arbeiten und dann verschiedene Episoden veröffentlichen. Jede Gruppe hat zum Beispiel eine Episode, ein Unterthema. Wir sind da relativ frei mit dem Thema, in welche Richtung dass ihr da geht. Und ja, wir sind gespannt, was dann da wird kommen. Wir haben das Storyboard als Gerüst für eine Produktion, also so verschiedene Blöcke. Die Planung, wie ihr die möchtet, ist euch eigentlich überlassen. Da gibt es verschiedene Varianten. Aber wie gesagt, es lohnt sich auch, Sachen aufzuschreiben. Wenn man aufschreibt, dann ein bisschen auf die Sprache achten, nicht 4-5 Meter lange Sätze machen, dass es nicht zu kompliziert wird. Zuhören ist ein bisschen anspruchsvoller noch als lesen. Also lange Sätze lesen geht einfacher als lange Sätze hören. Und halt dann darauf achten, dass wir da im Audio sind. Und wenn man irgendetwas halt sieht vor Ort, wenn man als Reporter unterwegs ist, dann muss man halt auch beschreiben, wie das ist, wenn man die anderen sehen es ja dann nicht. Also dann die verschiedenen Adjektive brauchen, das sind so ein paar Tipps, die man den Schülerinnen und Schülern so mitgeben kann. Und etwas, was uns ganz ein grosses Anliegen ist, üben. Üben, also Probenaufnahmen machen. Es ist bei vielen Medienprojekten so, dass es einfach mal eine Produktion gibt und dann ist fertig, egal wie es ist. Und unser Anliegen wäre, dass er eine Probeaufnahme würde machen von so einem Podcast oder von einem Teil von so einem Podcast und die dann mit den Schülerinnen und Schülern zusammen würde anhören und besprechen. Und dann überlegt, wie kann man jetzt die finale Fassung, die letzte Fassung, noch eine Ticke besser machen? Was kann man verbessern in der Sprache, im Inhalt? Hat es vielleicht Fehler, die man noch ausmerzen kann? Oder kann man das Ganze noch ein bisschen kürzen, dass es ein bisschen Zug hat. Also üben ist ein ganz entscheidender Schritt. Also die ganze Sendung auch entwickeln von der Grundlage, von der ersten Idee über eine erste Probeaufnahme dann bis zur finalen Aufnahme. Das würden wir euch sehr empfehlen. Es braucht natürlich mehr Zeit, aber der Lerneffekt ist massiv grösser, als wenn man einfach nur produziert und fertig. Auch etwas Wichtiges, dass ihr schaut, ob das Ganze richtig ist, was ihr da erzählt, vor allem wenn es ein Wissenspodcast ist, zum Beispiel über die politischen Parteien im Dorf, wo aktiv sind, oder über das Gemeindepräsidium oder über die Kirchengeschichte, dann sollten die Aussagen auch stimmen, die da gemacht werden. Und da, das liegt halt auch immer an uns Lehrpersonen, dass man so Sachen überprüft und auch schaut, stimmt das, was die da erzählen.
Von dem habe ich schon geredet, das ist auch online, das könnt ihr euch auch abladen. Das ist der Podcast Ehrenkodex. Da könnt ihr auch noch anpassen, wenn euch das zu viel ist oder zu wenig. Und da geht es um Rechtliches und Ethisches. Und da ist es unser Anliegen, dass ihr das mit den Schülerinnen und Schülern anschaut und auch besprecht. Das dunkt uns recht wichtig, denn in der heutigen Zeit, wo die sozialen Medien so breit ausschlönen, ist ja oft, sind die Inhalte oft eben nicht ethisch nicht wirklich ganz sauber oder sie haben sexistische Inhalte, rassistische, gewalttätige, beleidigende und so weiter. Also, dass man das alles vermeidet, dass der Podcast eigentlich von dem her eine gute Sache ist. Auch so ein bisschen positive Feedback, dass andere Arbeiten schätzen, das ist auch wichtig, dass man das immer wieder sagt. Man kann auf der Anchor-Webseite auch Feedback reinholen, Audio-Feedback, und dort sollte man ja dann auch konstruktiv, wenn man Kritik hat, auch konstruktiv reden und nicht einfach nur abputzen. Das wäre schade. Für euch, um euch zu unterstützen bei der Themensuche, haben wir eine Doppelseite noch gemacht mit Themen. Also es ist eine Themensammlung. Zum Oberthema hier bin ich zu Hause und ihr seht schon, wenn ihr den Beispielausschnitt anschaut, dann seht ihr, wie gross der Spielraum ist. Es ist also ein sehr grosser Spielraum, den ihr habt, wo ihr könnt eure Themen wählen. Wir haben es so gemacht, dass wir jeweils grün markiert haben, für welche Klasse, dass wir denken, ist das Thema sehr gut geeignet. Orange oder gelb, je nach Farbe von eurem Bildschirm, haben wir, was auch noch geeignet wäre. Und weiss ist das, was wir denken, eher nicht. Wobei das ja alles nur Empfehlungen sind. Also letztendlich liegt es bei euch. Ihr könnt durchaus auch eines von diesen Themen nehmen, die wir vielleicht da gar nicht so empfehlen. Empfehlung für die gewisse Klasse. Also der Untertitel heisst ja die Vielfalt unserer Gemeinde in Kultur, Wissen und Leben. Und das wäre so ein bisschen die ganze Spannweite von der Thematik, die ihr könnt machen. Wenn ihr unsicher seid, geht das nicht, dann grundsätzlich ja, es geht. Und wenn ihr immer unsicher seid, könnt ihr durchaus uns auch ein Mail schreiben, nachfragen oder uns auch Tipps hineinholen. Ja, und jetzt haben wir erzählt von dem Podcast-Projekt Oval. Wir sind auch schon kurz reingegangen. Darstellung wissen wir jetzt noch nicht genau, wie es denn bei euch wird aussehen, wenn eure Podcasts reinkommen. Das müssen wir mit dem Severin, der jetzt heute auch dabei ist, Severin Bründler, Leiter vom Zentrum Medienbildung, also Co-Leiter, mit ihm noch anschauen. Er ist für den Zembi-Blog verantwortlich. Ob dir das so aussieht wie bei Oval oder ein bisschen anders, das wissen wir jetzt noch nicht genau. Aber wir werden eure Podcasts werden wir auf den Zembi-Blog dann verlinken, auch mit Bildern, so eben ähnlich wie da. Und von dort aus kann man dann direkt auf die Webseite gehen. Vielleicht noch kurz drauf gehen da. Also das sind jetzt die von da, vom Kanton Obwalden. Und das Bild, das ist ja das Titelbild von euch. Und damit wir das da posten, können wir das bei euch holen. Und ihr seht, dass ihr nicht nur Audio produzieren, sondern ihr könnt auch das Titelbild selber zeichnen, selber produzieren. Es gibt Vorlagen von Anchor, die ihr könnt verwenden könnt. Ihr könnt aber auch eigene Zeichnungen machen. Die Schülerinnen und Schüler können zu ihrer eigenen Sendung sogar. Ihr seht hier unten, hat jede Sendung sogar ein anderes Signet. Kann man verschiedene Signet nehmen. Auch da ist natürlich eigentlich gedacht, dass man lizenzfreie Bilder nimmt oder noch viel besser, dass man sie selber zeichnet. Wenn ich jetzt vielleicht anschauen, selber zeichnete Bilder, da haben wir zum Beispiel eins. Das ist der Pilates-Bahn-Podcast, das sind Altnacher-Schülerinnen und Schüler, die das gemacht haben. Und die haben jetzt da wirklich selber Zeichnungen gemacht für ihren Podcast. Gut. Dann mal weiter. Also das Beispiel, das ich euch empfehlen kann, ist zum Beispiel meine neue Heimat in Obwalden. Das ist jetzt nicht eine Zeichnung, das ist das Titelbild von einer Teilnehmerin von einer Klasse in Cairns. Und das ist ein Foto, das sie selber gemacht hat, respektive jemand gemacht hat, der gesagt hat, ist okay, das kannst du verwenden. Also auch da darauf schauen, dass das lizenzfrei auch funktioniert, dass das nicht irgendwo einfach nur im Internet abgeladen wird. Das ist wirklich ein zentrales Anliegen von diesem Projekt,
Es gilt auch für Geräusche oder vor allem für Musik, dass man eben nicht einfach ablässt und wieder verwendet, dass die Sensibilisierung auch stattfindet für die Schülerinnen und Schüler. Da ist auch ein Foto im Mathe-Schule aus in Sachsen. Das haben sie auch selber gemacht. Noch ein bisschen blurred, dass es ein bisschen gut aussieht. Also die haben da dran gearbeitet. Da ist eine Zusammenstellung, die wahrscheinlich, behaupte ich jetzt, aus dem Internet geholt worden ist. Sie haben einfach Pic-Collage angegeben. Sie sind an sich lizenzfrei, haben sie dann gesagt auf Nachfrage. Mag sein, okay. Und das ist eine Grafik, die wahrscheinlich auch irgendwo abgeladen worden ist. Mein Lieblingsmensch. Ich finde es thematisch sehr interessant, mein Lieblingsmensch. Das sind, glaube ich, Kindergarten-Unterstufen-Kinder gewesen. Tja, jetzt nimmt sich wahrscheinlich langsam Wunder, wie muss ich denn das selber machen? Und dazu kann man sagen, wie gesagt, ihr könnt es auf dem Handy einrichten oder auf dem Computer. Auf dem Computer, habe ich ja schon erwähnt, gibt es ein Video, wo ich das zeigt. Und für ein Handy, das könnt ihr auch jetzt gerade anfangen, wenn ihr das wollt, so nebenbei, wenn ihr Zeit habt. Oder ihr könnt das in aller Ruhe nachher machen. Ihr könnt auf Anchor FM einmal die App abladen. Ich gehe mal schnell auf die Webseite. Seht man das? Anchor, jetzt müssen wir es noch richtig schreiben. So. Das ist die Startseite von Anchor und ihr seht da aber schon von Spotify. Also weiss man, wem das gehört. Und darum wird der Podcast auch auf Spotify sicher veröffentlicht. Darauf findet ihr auch verschiedene weitere Anleitungen, Tipps und Tricks für das Ganze. Und wenn man runter scrollt, hat es da auch noch Beispiele oder Features, was man, wenn man es professioneller machen will, alles könnte machen. Es sind auch Beispiele, gute Sachen da zu finden. Also gute Podcast. Wenn ich jetzt sage, registrieren, dann kommt das. Und wie gesagt, auf dem Handy könnt ihr das auch machen. Und die Registrierung und alles könnt ihr also wirklich gut auf dem Handy machen. Ich würde euch fast empfehlen, dass ihr auf dem Handy macht. Ansonsten seht ihr, was man da muss angeben. Das Geburtsdatum, das ist ja die sogenannte die Alterskontrolle. Die Podcasts sollte man eigentlich erst ab 13 selber produzieren. Wenn es jüngere Kinder sind, wie bei euch ja meistens der Fall, dann sind ihr verantwortlich als Lehrperson. Nur kann man natürlich da beschissen, das Geburtsdatum, das können sie ja nicht wirklich überprüfen, also da wird auch viel beschissen. Wenn ich zu Features gehe, dann seht ihr da, wird schon mal Werbung gemacht fürs Handy zum Aufnehmen. Für euch in der Schule ist das Handy als Werkzeug für Schülerinnen und Schüler wahrscheinlich eher noch nicht so gebräuchlich. Oberstufe vielleicht schon, aber auf der Primarschule könnt ihr also gut da mit MP3-Rekorder, den man im PMZ auslehnen kann, aufnehmen. Und ihr seht, das Ganze ist kostenlos. Also das Anchor FM, die Seite, das kostet nichts. Ihr könnt also da gratis den Podcast einrichten. Und ihr könnt auch Analyse dann abrufen, wo es wahrscheinlich auch nicht unbedingt braucht, wenn man nicht sehr viel Aufrufe hat. Und wenn ich auf Erstellung gehe, dann sind wir dann in der Webseite drin. Jetzt schaue ich schnell. Ja. Wie gesagt, die Produktion und alles ist erklärt auf dem Video. Und ich gehe jetzt zurück zur Präsentation und zeige auch auf dem Handy, wie das denn läuft. Wenn man es auf dem Handy anmelden will, dass er sich selber einen Podcast einrichten will, sieht das so aus. Man kann sich da entweder bei einem vorhandenen Konto anmelden oder man kann sich mit Google anmelden oder da ganz besonders, du hast noch kein Konto, jetzt registrieren. Und die App, wie gesagt, findet ihr auf der anchor.fm Webseite. Alles verlinkt auch auf unseren Unterlagen. Wenn ihr die durchlesen, dann findet ihr auch den Link zu den Apps. Also geht man auf Jetzt registrieren. Wir empfehlen eigentlich nicht, dass man mit einem von diesen grossen Diensten, zum Beispiel Google, mit dem Google-Konto anmeldet, weil dann die Daten immer kreuz und quer verbunden wären. Die können nicht das. Da gibt es noch mehr Werbung und Google weiss noch mehr von euch. Das ist sowieso schon fast alles. Von dem her
Also ich tendiere immer dazu zu sagen, mache ich doch ein eigenes Konto, auch wenn es mit Google natürlich einfacher wäre. Dann geht es weiter, wenn ihr das gemacht habt, also das E-Mail und Passwort eingegeben habt, bei jetzt registrieren kommt nachher diese Seite, Entschuldigung, und dann kann man nur einmal weiter mit Google. Sie wollen halt, uns verordnen, dass man es mit Google anmeldet, weil dort verdienen sie nebenbei auch noch ein bisschen Geld, wenn sie das machen. Ihr könnt aber auch da zuunterst wieder stattdessen mit einer E-Mail-Adresse registrieren. Auch das ist das wieder, was ich jetzt eher empfehle. Aber ihr könnt auch den einfacher Weg nehmen über Google. Dann kommt diese Seite, das sieht jetzt ähnlich aus wie auf der Webseite, wo man dann seine Angaben muss hineingeben muss, Passwort und so weiter. Und dann geht es weiter. Und noch einmal könnte man wieder mit Google anmelden. Also der Druck ist da, der sanfte Druck ist relativ gross. Wenn ich weitergehe, Geburtsdatum, auch das ist gleich wie auf der Webseite. Und dann gehe ich auf Registrieren und dann ist der Podcast eigentlich soweit parat und läuft. Und dann kommt noch der Hinweis, dass man, bevor man Folgen veröffentlichen will, muss man seine E-Mail-Adresse bestätigen. Das heisst, die E-Mail-Adresse, die ihr angegeben habt, auf die kommt ein Mail. Das müsst ihr dann hier anklicken und dann wird ihr das bestätigt und erst dann kann man veröffentlichen. Und ihr seht, auf dem Handy kann man bereits den ersten Folge erstellen und könnte dann bereits erste Aufnahmen machen. Ein grosser Vorteil, was das Handy hat, man kann mit anderen Leuten zusammen, die auch auf dem Handy die App haben, gemeinsam einen Podcast machen. Das heisst, ihr könnt zwei, drei Kolleginnen und Kollegen einladen oder eine Gruppe kann sich zusammenschließen. Jeder ist bei sich daheim und man kann so gemeinsam ein Gespräch führen, ein Interview zum Beispiel oder auch dann halt so einen Podcast so erstellen. Also nicht alle im gleichen Ort, im gleichen Raum, sondern über das Handy verbunden. Auch etwas, was ich nicht unbedingt empfehle für die Schule, da macht es mehr Sinn, dass ihr die Leute auch im gleichen Raum habt, dass die auch miteinander diskutieren, zuerst bevor sie aufnehmen. Ja, so sieht das aus. Man hat dann noch verschiedene Tools auch im App. Man kann sein Foto aktualisieren, also vom Konto. Das ist dann aber das Titelbild von eurem Podcast. Und dann kann man da einrichten im Detail im Handy. Ich würde euch Folgendes empfehlen. Tönt doch bis daher mit dem Handy euch ein Konto einrichten, bestätigen mit der E-Mail-Adresse. Und dann würde ich aber empfehlen, dass ihr auf die Webseite geht, anchor.fm, und euch dort würdet einloggen und dort würde ich weiterarbeiten. Wer halt wirklich lieber nur noch mit dem Handy arbeitet, auch in der Schule, das wird eher nicht so viel der Fall sein, aber für die gibt es auf dem Handy nachher auch noch eine Anleitung in 4 Schritten zum eigenen Podcast. Das ist wirklich sehr einfach erklärt, wie man da muss vorgehen, um die erste Aufnahme zu machen. Ja, das wäre so ein bisschen die grobe Einführung. Jetzt muss ich schnell schauen. Und ich mal eine Seite. Und ich mich da anmelden. Jetzt habe ich irgendwie falsch verwischt. So. Ja, es kommt davon, wenn man dauernd Passwörter tut, wechseln. So. So, das ist mein Test-Podcast, den ich eingerichtet habe. Und ich, wenn ich jetzt da im Dashboard bin, also der läuft nicht wirklich, also ich habe da nichts veröffentlicht oder so. Ich sehe, wenn ich jetzt auf Folgen gehe, das ist da oben, das sind die Folgen, die ich produziert habe, dann habe ich da nur eine und das ist so die Startfolge gewesen. 1 Minute 23, wo ich dann könnte dann da hören. Was wichtig ist, wenn ihr eine neue Folge macht, gibt es, wie gesagt, 2 Varianten. Entweder ihr tönt die Audiodatei, die ihr in Audacity erstellt habt, da aufladen, schneller upload. Und dann habt ihr eigentlich die fertige Sendung. Oder ihr tönt eine Folge erstellen. Und ich tue jetzt mal eine neue Folge erstellen. Und das ist eigentlich dann euer Arbeitsraum. Das sieht so aus.
Und ihr könnt dann da entweder direkt aufnehmen, das habe ich schon gesagt, da gerade online aufnehmen. Oder ihr könnt eure Bibliothek nutzen. Ich tue mal die anklicken. Meine Bibliothek besteht jetzt da aus verschiedenen Soundschnipsel oder Aufnahmen, die ich gemacht habe und ich auch zum Teil aufgeladen habe. Und ich kann jetzt einfach so ein Soundschnipsel nehmen und da überziehen. Da auf der rechten Seite wird eigentlich dann die erste Sendung zusammengestellt. Ich kann das natürlich auch hören, was das ist. Aber ich nehme an, ihr hört das jetzt auch nicht. Weil bei mir die Soundeinstellung nicht ganz korrekt ist wahrscheinlich. Aber man kann dann einfach die verschiedenen Elemente da überziehen. Und das ist jetzt, oh Gott, das zur Folge hinzufügen, geht auch mit Plus. Scheinbar funktioniert das besser. Und dann kann man da Vorschau der Folge, da unten kann man hören, wie die ganze Zusammenstellung tönt von oben runter. Und wenn man zufrieden ist, kann man die Folge speichern. Und dann kommt mit den ganzen Metadaten, wie soll das Ganze heißen? Man kann eine kurze Beschreibung eingeben und sagen, er soll es jetzt gerade veröffentlichen. Und am Schluss die Sachen unten kann man alles weglassen. Da oben rechts ist dann jetzt veröffentlicht. Ich mache das mal. Ja, Titel ist erforderlich. Machen wir Test 2. Und Beschreibung ist auch erforderlich. So. Veröffentlichen. Man könnte natürlich sofort mit sozialen Medien verknüpfen. Das würde ich auch empfehlen, als Ausländer. Und wenn ich jetzt zu meinen Folgen gehe, habe ich bereits 2 Folgen. Also ihr seht, das Ganze geht sehr schnell. Und natürlich kann man das und dieses noch machen, aber es hat jetzt keinen Wert, dass ich euch da im letzten Detail erkläre, wie man das alles machen kann. Wie gesagt, ich schaue jetzt das Video. Dort ist eigentlich alles erklärt. Gut, das wäre im Moment so ein bisschen das, was ich euch erzählen möchte. Und jetzt wäre Zeit für Fragen, ja? Ja, darf ich noch unterbrechen? Und zwar, welchen Link? Da kannst du dir noch zeigen, was der Link findet, was wir zustellen müssen für die Website. Genau, okay. Also, wenn ihr den Podcast fertig habt, habt vielleicht 2-3 Sendungen gemacht, dann könnt ihr da oben bei Einstellungen, schnell schauen, beim Podcast Verfügbarkeit, habt ihr den Link, wo zu eurem Podcast geht. Also da ist Spotify Anchor und der Anchor-Link, den müsst ihr haben. Anchor-Link. Also Einstellungen, Podcast-Verfügbarkeit und dann ist es der Anchor-Link. Okay. Wenn ihr, muss ich schnell schauen, ist ein bisschen langsam da gerade bei mir. Wenn ihr auf dem Dashboard sind, Dashboard, das ist so ein bisschen die Startseite von euch, dann habt ihr da auch die Möglichkeit, öffentliche Seite anzuklicken. Wenn ihr das anklickt, dann seht ihr, wie der Podcast für Zuschauer und Zuschauerinnen aussieht. So sieht der aus, wenn jetzt jemand auf die Webseite geht, also wo nicht eingeloggt ist. Und dann könnt ihr den Link auch von da oben nehmen. Das ist nämlich der gleiche. Das ist vielleicht noch einfacher. Also könnt ihr den kopieren, der oben im Browser ist. Und wenn ihr den wieder bearbeiten wollt, geht ihr wieder auf Dashboard da oben. Und dann sind wir quasi wieder eingeloggt. Ich zeige das noch einmal. Das ist nämlich noch etwas Wichtiges. Man weiß ja nicht, wie es denn aussieht für die, die kommen. Darum öffentliche Seite da. Und das ist so, wie es aussieht. Da seht ihr auch, was die anderen, was die Leute sehen, die da herkommen. Die sehen jetzt tatsächlich beide meine Sendungen, die ich bereits veröffentlicht habe. Das ist also in dem Sinn öffentlich. Und wie gesagt, der Link da oben im Browser oben, das ist der gleiche. Wie wenn ihr bei Einstellungen auf Podcast-Verfügbarkeit geht, dann ist das der Link da. Den müssten wir haben. Nicht der Spotify-Link. Man kann natürlich den Podcast nachher auf Spotify hören. Dann könnt ihr selber euch auch abonnieren, wenn ihr Spotify habt. Aber dann nützt es nicht viel, wenn wir dann nicht zum grossen Bild kommen. Und das grosse Bild ist für uns ja schon noch recht entscheidend, dass wir das nachher rauskopieren können. Wir gehen dann einfach auf das Bild rechtsklick, Grafik speichern unter und holen uns eure Grafik könnt ihr bei uns im Zembiblog iBlog einbauen und nehmt eben den Link von da oben, den wir von euch dann haben. Gut, sonst noch Fragen? Ich
Okay, sind jetzt sehr viel Informationen natürlich. Und wie gesagt, das eine daran habe ich jetzt auch weggelassen, weil es einfach, es ist schon so viel. Schaut einfach gut das Video, schaut die Unterlagen gut durchlesen und wir können euch da gerne helfen oder ihr könnt uns jederzeit, wie gesagt, per Mail kontaktieren. Wir haben auch schon Einführungen gemacht in Schulhäusern, also jetzt Kanton Obwald in Sachsen zum Beispiel nicht speziell für das Schulhaus eine Einführung gemacht, wo man dann nachher auch gerade geschafft hat. Also man kann da auch durchaus die Unterstützung sich holen, wenn ihr die braucht. Wir sind für euch da, gell Andi? Ja, vielleicht noch ein kleiner Tipp zum Anfang. Also die Kinder kennen ja wahrscheinlich Podcast noch relativ wenig. Ich glaube, es macht Sinn, dass man das Gespür entwickelt, dass man einen gewissen Podcast anhört und schaut, was wirkt nicht. Und dann eigentlich erst nachher anfängt zu arbeiten. Dass man wie so ein Grundgespür entwickelt hat für die Art von Medienbeiträgen und dass man sagt, okay, das haben wir gehört, das wirkt, das probieren wir auch einzubauen, das lassen wir lieber weg, weil es ist langweilig gewesen und dass man eigentlich so automatisch schon ein bisschen zu besseren Resultaten kommt. Und zum Hören eignet sich natürlich Schülerinnen und Schüler Podcast sehr gut. Wenn ihr in Obwalden reinhört, beim Podcast Obwalden, dann höre ich auch, was machbar ist. Und man darf dann auch nicht enttäuscht sein. Es ist natürlich nicht professionell. Es sind wirklich Schülerinnen und Schülerbeiträge und die sind natürlich nicht perfekt. Und wenn man die hört, dann weiss man auch, dass man selber auch nicht gerade eine fertige Radiosendung produzieren muss, die dann gerade irgendwelche Preise kann abholen, sondern man muss da auf dem Boden bleiben, dass was machbar ist und je nach Alter braucht es halt auch recht viel Unterstützung von der Lehrperson. Gut. Ich habe noch eine Frage. Wann bekomme ich mir die Aufnahmegerät oder das Headset? Einige haben schon bekommen und die es noch nicht bekommen haben, schicke ich jetzt nach der Online-Aufzeichnung, respektive am 15.11. haben wir noch eine Einführung. Bis dann sind sicher alle draußen. Also ich kann die jetzt online waren, die tue ich abgleichen und tue die zustellen. Super, merci. Es ist ein Kopfhörer und es ist ein USB-Mikrofon. Den Kopfhörer kann man dann direkt beim Mikrofon einstecken, um zu hören, wie man aufnimmt und man sich selber auch gehört werden muss aufnehmen. Und das Mikrofon, das wird erkannt von Audacity, wird auch von Anchor erkannt, wenn ihr das online braucht. Wichtig ist einfach, dass ihr das Mikrofon zuerst, das USB, den Stecker zuerst einsteckt und dann erst Audacity auftünt und dann sollte es eigentlich erkannt werden und richtig schalten. Nein, dann müssen wir noch beim Audacity, also es ist in der Anleitung drin, müssen wir Audacity noch das richtige Mikrofon im Programm auswählen, also dass es auch über das USB aufnimmt. Aber das die Anleitungen sind geschaltet. Ja, gibt es sonst noch Fragen oder Anliegen? So wie der Bea gesagt hat, falls es Fragen gibt, ungeniert an uns wenden. Ja, wahrscheinlich am idealsten via Mail. Dann probieren wir das, euch da möglichst gut zu unterstützen. Und vielleicht auch mal reinhören in die anderen Podcasts. Vielleicht gibt es Rückmeldungen an die anderen Klassen. Vielleicht gibt es auch Klassenaustausch und wissen jetzt irgendwo, da hat es irgendeine Dritte, die etwas gemacht hat, dass wir in der Klasse selber mal dort reinhören und dafür die andere Klasse in die eigenen reinhören, dass man so ein Publikum hat. Fände ich noch schön. Gut. Beat, vielleicht noch ein Hinweis zu der Webseite über die freien Medien. Wäre vielleicht noch passend an dieser Stelle. Wir haben gerade vor kurzem einen neuen Artikel veröffentlicht auf dem Zembi-Blog. Der heisst «Freie Medien im Netz». Und dort, mit dem Artikel finde ich den Zugang auch zur Musik, die man brauchen kann, mit kurzen Notizen, was man dazu dann müsste dazu schreiben. Also wenn ihr einen Podcast unbedingt Musik verwendet, dann doch Creative Commons lizenziert, also frei lizenzierte Musik brauchen. Mit der arbeiten die Schülerinnen und Schüler auch zeigen, wo man die findet. Wie gesagt, auf dieser Webseite, Zembi-Blog, haben wir so eine Zusammenstellung. Und dann solltet ihr aber dann die Angaben, also den Link und vielleicht den Musiker und Stücknamen, dann unten bei der Beschreibung vom Podcast im Text noch angeben. Das wäre dann sehr korrekt und dann kann man auch mit Musik arbeiten. Grundsätzlich ist es ja ein Podcast, der nicht Musik braucht. Also von der Thematik her braucht es nicht unbedingt Musik.
Aber das wäre eine Möglichkeit. Auch Geräusche haben wir dort verlinkt. Und es geht ja noch weiter. Wir haben auch freie Videoangebote und vor allem auch Fotos, die man kann brauchen, Creative Commons lizenzierte, die man für die Schule kann brauchen kann. Immer allerdings müssen wir Quellen angeben. Aber man darf die nachher auch wieder veröffentlichen, die Bilder oder die Audio. Es ist, wie gesagt, kurz beschrieben auf dieser Webseite. Jeweils zu jedem Anbieter ist das drauf. Gut, wenn keine weiteren Fragen sind, würde ich sagen, let's call it a day. Oder wie siehst du das, Andi? Ja, recht herzlichen Dank, Beat. Sehr informativ gewesen. Ich glaube, das müsste klappen so, also es wird klappen so. Und ich wünsche allen, die teilgenommen haben, viel Erfolg beim Projekt und freue mich, von euch zu hören. Schönen Abend miteinander. Alle miteinander. Tschüss zusammen.